Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 in der Truck Sim Map 4.0. Ja, es geht weiter. Heute, ja, wie gesagt, von Essen. Wir werden jetzt hier erstmal den LKW wieder in Schuss halten und dann geht es hier von Essen mitten im Ruhrpott dann weiter. Für mich eine kleine längere Zeit, wo ich jetzt nicht aufgenommen habe, weil ich über das Wochenende vom 13. bis zum 15. September nicht da war. Deswegen nicht wundern, warum an den Tagen vielleicht im Forum, also im Oiltrucks Forum oder im Forum vom Dings von der Truck Sim Map so extrem spät die Parts gepostet worden sind, die heutigen, worum es ging. Ganz einfach, weil ich, wie gesagt, weg war. Ich habe da ja so ein Wochenende betreut und ja, da kommt man erst spät zu. Ich konnte überhaupt von Glück schätzen, dass wir dort, wo wir waren, überhaupt einen Hotspot haben. Ja, denn nicht jede Jugendherberge hat einen Hotspot unbedingt. So, und jetzt schauen wir mal, wo es uns dann gleich hier weiter treibt. Jetzt geht es allerdings erstmal wieder zur Werkstatt. So. Und dann schauen wir mal. Was haben wir denn da? Wartung. Ja, das war nur wieder Reifenverschleiß. Gut, ist jetzt nicht das Wildeste. Und gute Nacht. Ja, und guten Morgen. Und wir erwachen. Und der Marc hat auch wieder was eingefahren. Nämlich Benzin von Prag nach München. Sehr schön. Und jetzt fährt Marc. Hat auch endlich schon mal einen Fernfahrten. Das ist sehr gut. Fährt Chemikalien von München Look Oil nach Recklinghausen, Azese, 14 Stunden. Ja, das ist doch sehr gut. Recklinghausen, auch eine neu hinzugefügte Stadt hier im Pott. Recklinghausen ist ja im Prinzip Mönchengladbach, kann man fast sagen. Nee, Bochum. Entschuldigung. Bochum. So, bevor da jetzt ziemlich riesige Beschwerden kommen. Auftragsbu Frachtmarkt, und zwar wir brauchen Essen. Natürlich nur Essen in Form von Stadt. Von dieser wunderschönen Stadt. Und ja, dann schauen wir mal, was wir da haben. Wir hätten das Angebot, nach Frankfurt zu fahren, was momentan ja ziemlich gut wäre, aber was der Preis nach Strecken einhalten. Wie sieht's denn aus nach Strecken? Länge, da wäre es Nürnberg. Das springt allerdings jetzt nicht so viel raus. Wie sieht es allgemein im Preis aus? Was haben wir da noch so? Tolles hier. Ich glaube, das nach Frankfurt wäre, glaube ich, allgemein so eigentlich am besten noch. Quecksilber. Chlorid hier, ADR6. Ja, das sieht eigentlich schon viel besser aus, weil das ist zumindest Preis pro Streckeneinheit, zumindest das höchste von Eni nach Look Oil. ADR6 und wichtige Lieferung. Dann fahren wir mal hin zu Eni wieder. Wir waren da ja schon mal, aber wie gesagt, wir müssen da auch wieder zurückfahren. Jo, dann fahren wir dahin. Was gut ist, da wo ich war, war auch ein LKW. Da war nämlich der THW
vor Ort und ja, haben dann erstmal ihr Signalhorn ertönen lassen. Als so Wegsignal. Fand ich auch nicht schlecht. Also es war so ein Jugend, für Jugendgruppen so ein Wochenende Freizeit, kann man sagen. So, ja, und dann kommt dann der THW da an. So. Wenigstens haben sie auch ein MAN gehabt, das ist das Wichtigste. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, wir nehmen das Angebot nach Frankfurt. Ja, sonst hätten wir hier einen Kraftaufgang Calais, wäre auch interessant. Oder Nürnberg, aber wir nehmen dann lieber ordentlich ADR-Gut. Und das ist der mittlere Tank. Möge er uns Glück bringen mit dem Quecksilberchlorid. Das ist natürlich ziemlich giftige Ware, die wir da jetzt haben. Weil wer kennt es nicht, Quecksilber, böse gefährlich. In Thermometern vereinfachen. Ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob das heutzutage immer noch so ist. Aber man, früher war es ja immer so, dass da in Thermometer, die irgendwo draußen hängen, dass da auf jeden Fall Quecksilber drin war. Ja, und jetzt geht's los. Ja. Ich hatte, das war... Es war genau am Samstag, da hatte ich erst überhaupt auch noch realisiert, dass im Trucks-Symphon mir dann auch jemand, ein Schweizer sogar, geantwortet hat auf die Frage, wie das aussieht, wenn man hier mit Euro ankommt. Die meisten Geschäfte nehmen es also an. Natürlich klar, dass man Franken natürlich dann auch dafür bekommt, das ist ja logisch. Aber das, ja, ist auf jeden Fall gut, dass das so ist. Der Bus hält da ja immer noch. Wollen nicht abfahren. Haben wohl keine Lust hier. Renault hat eh zu warten, also von da ab müsst ihr keine Hoffnung machen. So, jetzt fahren wir zum zweiten Mal wieder diesen Abschnitt Richtung Werkstatt. Aber wir müssen ja diesmal... Das ist interessant. Das war, glaube ich, rot, würde ich mal meinen, oder? Oder war das noch gelb? Mein lieber Herr Gesangsverein hier wieder. Ja, jetzt wird auch die KI böse. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieser Part hochgeladen wird, ich glaube mit der Woche. Auf jeden Fall am Freitag, diesen Freitag kommt ja das Add-on Go East raus. Ich habe es schon bei Amazon vorbestellt. Ich bin mal gespannt, ob es auch an diesem Freitag dann ausgeliefert wird oder ob das einen Tag später kommt, weil angeblich stand auf der Rechnung drauf, dass es erst irgendwie am Samstag hier ankommen soll. Ich weiß nicht, wie die das bewerkstelligen wollen. Ich lasse mich überraschen. Aber wie gesagt, wir machen kein Hetzjagd. Wenn es da ist, dann wird da mal so ein Part gemacht. Da werde ich dann, glaube ich, auch mal in der Zwischenzeit auf meinem privaten Spielstand so fahren, dass man dort irgendwie dann hinkommt. Also das werde ich dann definitiv auf meinem privaten Spielstand euch dann so ein bisschen zeigen. Na gut, man könnte natürlich jetzt sagen, man legt nochmal so einen speziellen Extra-Stand an und man wählt dann irgendeine von den neuen Städten dann aus. So, ja, das ist natürlich auch sehr provokant. Oben Köln und Düsseldorf. Ja, unsere beiden Karnevalshochburgen. Wobei mir natürlich persönlich Düsseldorf sympathischer ist. Nicht nur, weil da jemand herkommt, den ich kenne, nein. Weil einfach Düsseldorf mir persönlich auch sympathischer ist als Köln. So. Aber jetzt verlassen wir mal Essen.
Wobei aus Essen kommt auch ein bekannter YouTuber, der Debitor LP. Kommt daher, glaube ich, her. Also auch bekannte Leute. Und was war das denn? Irgendwie Achtung, hier ist ein Wild. Irgendwie Wildwechsel. Ein Wildwechsel auf der Schnellstraße. Auch nicht schlecht. Und jo, jetzt geht es erstmal auf die Autobahn Richtung Köln. Okay. Dann werden wir da jetzt mal schauen. Da geht's Richtung Duisburg. Duisburg, wie ich früher mal gesagt habe. Aber es ist Duisburg immer noch. Und dann da Frankfurt, Köln. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, fahr. Und dann können wir auch Frankfurt, Köln auf die A3. Also drauf da. Geht es dann nun in Richtung Frankfurt. Ja, hatte ich auch schon mal hier gesagt. Sehr schöne Stadt ist Frankfurt. Das muss man natürlich als Hesse auch sagen. Ist ja logisch. Manhattan, wie man ja auch immer so schön sagt, ist unser New York, unser hessische New York. So, geradeaus. Frankfurt und Wuppertal auch hinzugefügt. Da frage ich mich allerdings ehrlich gesagt jetzt im Wuppertal, ob da vielleicht irgendwo diese, wie heißt es denn hier, die Schwebebahn da irgendwo lang pendelt. Ist das so das Wahrzeichen von Wuppertal, kann man sagen, diese Schwebebahn. Die hatte ich mal in dem Spiel, wie heißt denn das Spiel, Train Simulate. Mal drauf gefahren, da gab es nämlich jemand, der die gebaut hat. Da gibt es auch so ein bekanntes Pack, was ähnlich ist hier wie diese Truxim Map, wo man in komplett NRW rumgurken kann und fast ja, so gut wie in komplett NRW und das kostenlos. Die habe ich immer damals sehr gerne gefahren, aber wie gesagt, Train Simulate, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen ein natürlich ein bisschen tröge. Wobei, also so ein großer Unterschied hier zu Euro Truck macht es ja auch wieder nicht. Nur ich habe immer früher mal so gehört, spiel niemals irgendwie ein Zugspiel. Ich weiß auch nicht warum, weil das irgendwie angeblich zu langweilig wäre.